Hallihallo, Philos hier. Ich melde mich mal wieder mit einem neuen längerfristigen Projekt. Einige werden sich jetzt fragen, wieder ein neues Projekt. Moment, Human Resource Machine ist auch noch gar nicht fertig. Zwei Folgen sind selbst für einen kleinen Kanal wie meinen relativ wenig. Ja, da habt ihr recht. Das wird auch noch weitergemacht. Human Resource Machine hat nur das Problem, dass man da etwas Zeit reinstecken muss und dafür ein bisschen fit sein kann. Das geht jetzt nicht unbedingt so, naja, nach jedem Feierabend so frei weg. Ein Spiel, das so, das heißt ein Spiel, also eine Spielart, die so ähnlich funktioniert, ist Skat. Und ja, die mich kennen, wissen, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne Skat spiele. Mir dazu die Regeln, naja, mehr oder weniger angeeignet habe. Ich habe jetzt also die Grundregeln habe ich jetzt raus, auch ein paar Taktiken schon. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich ein Meisterspieler bin, aber ich bin immerhin so gut, dass ich es, naja, erklären könnte, sag ich mal so. Und ja, da ich auch in meinem Freundeskreis tatsächlich viele kenne, die irgendwie gerne Skat spielen würden, aber keinen kennen, mit dem sie es machen können oder nicht dazu kommen, nie richtig gelernt haben, dachte ich, wir machen jetzt mal, ja, die Skatinsel. So, und bevor wir diese Serie, sag ich mal, loslegen, muss ich noch ein, zwei Sachen sagen. Also dieses Video wird jetzt noch nichts passieren, erst im nächsten geht es dann richtig los. Das hat ein paar Gründe. Zunächst, was habe ich vor? Ich werde halt in dieser Reihe ein bisschen Skat spielen, wenn es sich anbietet. Dazu habe ich ein bisschen im Internet geguckt, wo man so ganz gut Skat spielen könnte. Und ja, die Skat-Insel ist mir da ins Auge gestochen. Allein schon von der Aufmachung her. Und die Skat-Insel ist ein relativ junges Portal, ja, für angehende Skat-Spieler. Profis wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, doch, Profis sind auch da. Aber eben auch Leute, die aus Jux und Dallerei wie ich spielen und lernen wollen. Und wie gesagt, ist halt ein Portal, wo man auch gegen andere spielen kann. Vorteil ist, es gibt hier auch ein sehr liebreizend gemachtes Tutorial, welches wir uns dann ansehen werden jetzt als erstes, bevor es dann nachher richtig losgeht. Und ja, das Spiel, ich weiß nicht wie viel, aber auf jeden Fall. Man sieht es sehr im Tutorial. Ist von den, ich muss jetzt nochmal gucken, Beardshaker Games. So heißen die Jungs, glaube ich. Größtenteils entwickelt. Das heißt, ach ja, man sieht es ja hier unten noch, Beardshaker. Das, wenn ich richtig gelesen habe, haben sie auch relativ viel mitgearbeitet an Titeln von Dedelic, beziehungsweise hauptsächlich an Deponia. Und ja, man sieht das sehr am Grafikstil, finde ich. Das hat so diesen typischen Deponia-Charme, sage ich mal so. Und ja, ich hatte eigentlich schon diese Videoreihe angefangen, war aber nicht zufrieden damit und habe dann extra nochmal nachgefragt bei den, ja, bei den Jungs von der Skat-Insel, ob sie was dagegen haben, wenn ich das hier mache. Und haben gesagt, nee, ich kann das machen. Und deswegen machen wir das auch. Links findet ihr alles in der Videobeschreibung. Und auf meiner Seite werde ich sicherlich auch ein, zwei Sachen dazu dann noch schreiben. Ja. Ja, warum mache ich hier noch Werbung dafür? Hauptsächlich deswegen, weil ich das durchaus eine sehr sympathische Plattform finde. Für Leute, die halt wirklich Skat lernen oder anfangen wollen und auch gegen andere spielen wollen. Und ja, die sind relativ jung, also relativ frisch gestartet und ja, die können also jeden Unterstützer gebrauchen. Gut. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann gleich im Anschluss im nächsten Video. Da geht's dann los mit der Skat-Insel, dem Tutorial. Und ja. Ich hoffe, ihr habt dann Spaß daran. Achso, eine Sache, die ich noch vergessen habe. Nachdem das Tutorial dann hoffentlich irgendwann beendet ist,
Es könnte durchaus ein paar Folgen dauern. Nachdem das dann erledigt ist, habe ich auch geplant, mit dem lieben Daniel von den Zocks, den ihr auch kennt, und eventuell noch dem Subby, wenn er Lust hat, also wenn beide Lust haben, hier vielleicht auf der Plattform dann mal zu spielen. Ich finde, ich alleine gegen fremde Leute, mit denen ich mich nicht unterhalten kann, ist wahrscheinlich relativ langweilig, aber wenn wir zu dritt spielen, wie ich sag mal in der Stammtischrunde, dann ja, ist das glaube ich ein bisschen was anderes, eine bisschen nettere Atmosphäre. Genau, also das würde dann dort im Anschluss folgen. Ja, sagt ihm einfach mal, vielleicht jetzt schon hier, was ihr davon haltet, und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.